Netflix auch. So. Ja. Kein Wunder, dass die uns so richtig hart gefistet haben. Die hatten ja auch so eine Knarre mit, ne? Mit Raketen. Es ist doch, sei leise, man weiß nie, wer tut. Ja, lese nicht die Lügen des Feindes. Aha, London Nautica Auskunft. Was haben wir hier? Wahre Wolf und sie werden es auch. Alles klar, guck mal, Zigarettenmarke wäre. Ne? Geil. Ja, Holy, wenn du mir mal einen Gefallen tun willst, schenk mir doch einfach mal so ein Pin-Up-Poster, Girl. Da war ja von die Kernenergie und Frieden. Nächster halt Venus. Okay. Also, ich bin ja, also wir waren ja schon auf dem Mars gewesen. Ich weiß nicht, ob wir ja noch auf die Venus kommen oder sowas, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn über Wolfenstein 2, The New Colossus, dass wir da auch noch auf die Venus kommen. Warum auch immer, aber ja. Da wird da bestimmt interessant. Vielleicht haben sich die Waffen ja weiterentwickelt, man weiß es nicht. Ach, hier ist nichts, das ist Sackgasse. Guck einer an. Was war das? Ach, Granaten! Einer war nur. Ist ein bisschen wenig, muss ich sagen. Boah, ey, für den Metal, ey. So. Okay. Aber da hätten wir auch darunter schießen können. Was mache ich jetzt hier? Ach so, hier runter. Ja. Ciao. Mann, Scheiße. Ich hab geschmiert, das kann doch nicht wahr sein. Schreit, Scheiß. Okay, wir sind jetzt wieder hier. Wir haben Glück und dürfen den ganzen Scheiß nicht mehr verfahren. Ja, okay, alles klar, es funktioniert mit der Knarre nicht. So, machen wir, gehen wir jetzt hier runter. So. Wir haben nicht mal Rüstung. Leg da mal Rüstung! Was ist, wenn ich das jetzt abschieße? Wo geht's denn dann hin? Jetzt komme ich da nicht hoch. Ja, jetzt gehe ich wieder ab. Das ist, wie komme ich denn da hin? Ich schieße jetzt mal die andere Seite ab. Mal gucken, wo ich da hinkomme. Ist das ein Scheißdreck? Wieder wechseln. Ja, schau mit V. Ich konnte jetzt nicht mal gucken, wie ich das da. Ey, ist doch. Oder muss ich beide Sachen runterschießen? Okay, dann gehe ich jetzt sofort runter. Da stand ich nicht mal irgendwo drauf. Geil. Das ist wohl irgendwie so ein komischer Spielfehler, würde ich sagen. Oder was? Oh, warte mal. Ich brauche, wer sagt denn, dass ich so nah ran muss? Moment.
Okay, jetzt habe ich mich. Okay, das ist jetzt natürlich. Scheiße. Okay. Jetzt muss ich natürlich noch. Macht er was? Eine Tasse. Zwei sogar. Hier waren welche. Ja, scheiße. Jetzt komme ich da nicht mal hin. Oh, jetzt habe ich mich natürlich selbst verarscht. Sehr geil. Dran komme ich auch nicht dran. Ne? Mist! Muss ich wieder sterben? Weil jetzt stehe ich hier oben. Ja, oh, oh, oh! Ich bin hier oben drauf gekommen. Huiuiuiui. Aber warte mal, muss ich, wenn ich schräg springen, komme ich da hinten. Das gibt's doch. Ist hier auch, Mann. Kann ich in der Hocke springen? Scheiße. Oh, Kerl. Gut, das hat geklappt. Na, nice. Schwein gehabt. So, nehmen wir ein Messerchen und ein Helmchen mit. Joi. Die Musik ist ja wieder extrem Gänsehaut-Feeling pur. Echt? Oh Mann, okay. Ich hab doch vorhin eine Granate aufgesammelt. Boah! Okay, hier da. Wir sind hinter der Mauer aufladen. Also mit einem gezielten Schuss. Nee, die kann ich ja mal wieder aufladen. Alter, die Musik, das macht, ist ja mega, ey. Jo, so. Das haben wir auf jeden Fall. Rüstung, yeah, baby. Volle Möhre aufgedingst. Geil. Oh, ey. So. Ich weiß nicht, warum noch. Was? Da ist wieder was zu lesen. Ach, scheiße. Fisch und Chips nicht mehr bleibt. Laut am 15. November 1960, laut einer neuen Studie, neigt sich die seit langem bestehende Vorliebe der Londoner für Fisch und Chips dem Ende zu. Stattdessen haben die anständigen Bürger der Stadt einen Heißhunger auf eine gesündere Speise entwickelt. Würstchen mit Sauerkraut, das sind wunderbare Neuigkeiten, sagt der Kulturminister heute Morgen in einem Telefongespräch. Fisch und Chips sind schlecht für die Gesundheit. Würstchen mit Sauerkraut stellen die klar überlegende Alternative dar. Alles klar. So, ich hätte gerne mal eine Mandaplatte.
Ah. Was bist du da für ein Hässlon, ey? Nee, tut mir leid, das brauche ich jetzt nicht. Ja, nehmen wir das Messer hier, nehmen wir mal mit da. Und deswegen haben wir ja bei uns im Unterschlupf auch diese ganzen Messerchens. Ah, siehst du, hier war doch einer, habe ich ja vorhin richtig geguckt. Okay, nehmen wir auch noch mit. Da müssen wir lang. Hier war das Scheiß, hier war das Büro. Projekt Venus, klassifiziert. Okay, also gibt es ja dieses Venus-Dings da, Booster. Oh, was haben wir denn? Enigma-Code freigeschaltet. Ja, alles klar. Geh mal weg da. Hauptsitz Venus. Oh je. Schon wieder was zu lesen. Alles klar. Auge von London beendet Aufstand. London, 15. November 1960. Nach dem jüngsten Tumulten in der Stadt hat die Londoner Polizei einen Lagebericht im Rahmen einer Prozesskonferenz abgegeben. Die jüngsten Ansprüche gewalttätigen und anarchisten Verhaltens in den Quarantänevierteln wachsen allmählich zu einer unkontrollierbaren Situation aus. Teilte der Polizeidirektor mit. In der letzten Nacht versammelten sich hunderte Abweichler, um an öffentlichen Orten zu randalieren, wurden jedoch durch den Einsatz des Auges von London von der Polizei aufgehalten. Die Operation war ein unglaublicher Erfolg. Das Auge hat alle Abweichler, was? Ohne Kollateralschäden erledigt, sagt der Polizeidirektor bei der Pressekonferenz am heutigen Morgen. Aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen schnell handeln, wenn wir uns mit dieser Sorte Menschen befassen. Alles klar. Diese Sorte von Menschen, ich weiß ja nicht, was für Menschen er erwartet hat bei sowas. Guck mal was. Das gehen wir erstmal.